33. und damit vorletzter Spieltag der Oberliga NRW. Während die Spielvereinigung Erkenschwick bereits für die Westfalenliga plant, können die 09er den Klassenerhalt noch aus eigener Kraft erreichen. Voraussetzung hierfür sind ein Sieg am heutigen Tag und mindestens ein Punkt beim Konkurrenten und Regionalliga-Aufsteiger Windeck am letzten Spieltag. Der heutige Spieltag ist gleichzeitig auch der Heimspielabschied von Cheftrainer Lars Lese, seinem Co. Michael Hornig und Koordinationstrainer Willi Basseng. Nach 6 Jahren toller Zusammenarbeit trennen sich nun die Wege und auch wir wünschen den scheidenden Trainern weiterhin viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Lars Lese musste heute gleich auf 4 Akteure aus disziplinarischen Gründen verzichten. Sie waren beim letzten Auswärtsspiel einfach nicht erschienen. Auch Kapitän Uwe Brüggemann fehlt im Abstiegskampf, da er nach dem letzten Spiel eine Sperre für 4 Spiele erhielt. Er hatte den Schiedsrichter nach dem Spiel nach einer Steinfrucht benannt. Nun sollten also diese 11 Spieler die Chance auf den Klassenerhalt heute aufrechterhalten. Doch in den Anfangsminuten zeigte Erkenschwick, dass man hier nichts abschenken möchte. Andi Dreiner lässt sich überlaufen und Sven Forsbach bekommt so gerade noch den Fuß dazwischen. In der 11. Minute dann diese Ecke für Erkenschwick. Torben Menne mit dem Kopf und Forsbach faustet den Ball reflexartig aus der Gefahrenzone. Riesentat vom angeschlagenen Bergisch-Gladbacher Keeper. Die 09er versuchten es fußballerisch zu richten und André Schilamo mit einem ersten Warnschuss aus der 21. Minute. In der 28. Minute bedient Massler Linus Werner, der mit seinem Heber allerdings kein Glück hat. Ja. 34. Minute. Andreas Dreiner mit dem Freistoß am Mittelkreis. Der Ball wird länger und länger. Massler legt auf Schilamo und es steht 1:0 für den SV 09. Erneut ein wichtiges Tor durch André Schilamo, der seine steigende Formkurve der letzten Wochen mit diesem Treffer erneut untermalt. Die letzte Szene der ersten Hälfte gehört erneut Sven Forsbach, der diesen abgefälschten Ball sicher aufnehmen kann. In der zweiten Hälfte keine nennenswerten Chancen auf beiden Seiten. Dafür diese kuriose Situation. Der vor einer Minute eingewechselte Erkenschwicker Christopher Weißfloh wird hier von Andreas Dreiner abgelaufen. Dann außerhalb des Sichtfeldes der Kamera ein Meckern und Gelb. Dann ein Abwinken und Gelb-Rot für Weißfloh, der nach gut 2 Minuten Spielzeit unter die Dusche darf. Auch in der Folgezeit keine weiteren Torchancen und es blieb somit beim 1:0 für den SV 09. 3 ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf und der Torschütze André Schilamo im Interview sowie die beiden Trainer bei der anschließenden Pressekonferenz im Abschiedszelt für Lars Lese. Ja, wir haben ein gutes Spiel gemacht, besonders in der ersten Halbzeit, hatten bessere Chancen als Erkenschwick und haben mit Sicherheit die 3 Punkte verdient. Ich habe am Ende gegen 10 Mann gespielt, da wäre eigentlich mehr drin gewesen. Der Trainer war ziemlich sauer jetzt gerade. Machst du dir da einen Vorwurf oder deinen Kollegen, dass er nicht hatte mehr draus machen können? Ja, wir haben mit Sicherheit nachher schlecht die Konter ausgespielt. Ich bin einfach nur glücklich, dass wir 3 Punkte haben und das ist ganz wichtig jetzt hier für den Klassenerhalt und das ist das Einzige, was zählt. Wie siehst du deine sportliche Entwicklung? Du hast in den letzten 10 Spielen, sage ich mal, deine Leistung kontinuierlich gesteigert, heute wieder ein wichtiges Tor gemacht. Wie geht's bei dir weiter? Die Zeit jetzt mal bringen, ich weiß noch nicht genau, aber ich bin zufrieden mit meiner sportlichen Leistung, bin froh, dass ich das Tor gemacht habe, damit der Mannschaft weitergeholfen habe und wir damit bestimmt einen wichtigen Schritt gemacht haben zum Klassenerhalt. André Schilamo, vielen Dank. Danke. Ja, ich denke mal, es ist immer schwierig, sich neu zu motivieren, wenn das Mannschaft schon steht fest vor, dass es abgestiegen ist. Aber trotzdem muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment geben, dass 19 Minuten läuferisch, kämpferisch alles gegeben hat, alles versucht hat. Auch wir haben auch unsere Chancen, Anfang des Spiels hätte man vielleicht die Chance ausgenutzt. Läuft das Spiel ganz anderes. Das sind 2 gute Gelegenheiten gewesen und nach dem Gegentreffer, da war auch nötig, da ist immer schwierig ins Spiel zu kommen, vor allem
nachdem ich junger Mann aus dem unserer A-Jugend ins Spiel reingebracht habe und war niemals, vielleicht 10 Sekunden später ist raus gewesen. Grundsätzlich Entscheidung von Schiedsrichter möchte ich nicht kommentieren, aber das sind viele, die gegen uns heute gefallen sind. Aber trotzdem Gegner wünsche ich alles Gute und wir haben auch am Ende auch nicht unverdient gewonnen. Danke. Ja, ein nervenaufreibendes Spiel. Ich denke, dass der Fossi uns in den ersten 10 Minuten, Viertelstunde im Spiel gehalten hat. Ich möchte gar nicht wissen, bei dem Nervenkostüm, was die Mannschaft heute gezeigt hat, was passiert wäre, wenn wir in Rückstand geraten wären. Wir haben allerdings damit gerechnet, dass Erkenschwick hier wirklich Gas gibt. Das ist immer so eine Mischung aus unbeschwert aufspielen und wenn der Trainer es dann schafft, eine Mannschaft zu motivieren, dann kann das auch beflügeln. Für uns ging es um enorm viel heute. Wir wussten, dass die Regionalliga gestern nicht so gespielt hat, wie wir das gerne gehabt hätten. Deswegen kann es auch zu 2 weiteren Absteigern kommen. Wir brauchten unbedingt den Sieg. Das hat ja, uns dann so ein bisschen lähmen lassen. Dann haben wir das 1-0 gemacht, wo man als Trainer hofft, dass sich die Mannschaft jetzt so ein bisschen entspannt, einfach auch die Räume genießt, die wir letztendlich in der ersten Halbzeit hatten, die wir aber dann nicht gut ausgespielt haben in der Offensivbewegung. Wir hatten eine Vielzahl von 5 gegen 4, 4 gegen 3 Situationen, wo wir die Räume viel zu eng gemacht haben, die Laufwege nicht stimmten und somit auch keine Abschlüsse zustande gekommen sind. Haben dann in der Halbzeit das eine oder andere durchgesprochen. Und dann konnte man mit diesem einen Tor Vorsprung minütlich merken, wie die Mannschaft immer unsicherer wurde, weil die Angst umging, dass man noch ein Tor kassieren könnte und dass das letztendlich dann ja den Abstieg bedeuten würde. Und das ist halt so, wenn man eine junge Mannschaft hat, dann spielt die das nicht mal eben locker runter. Ich bin auch, wie man nach dem Abpfiff gesehen hat, nicht wirklich zufrieden gewesen mit der Leistung. Das darf ich auch nicht sein als Trainer, denn die Saison geht noch weiter. Wir haben jetzt noch ein Spiel in Windeck, wo wir einen Punkt brauchen. Und wenn wir da so spielen wie heute, brauchen wir gar nicht dahin fahren. Dann können wir nur hoffen, dass die anderen das für uns richten, denn so werden wir da gar nichts holen. Und das ist unser Auftrag, wir wollen den Klassenerhalt schaffen. Wir haben natürlich jetzt ein paar Mannschaften hinter uns gelassen und werden alles dran setzen, dass im Windeck wieder kompakter, aggressiver, jeder 50-50 Ball ging heute an Erkenschwick. Man konnte fast meinen, die wollten das mehr wie wir und das darf natürlich nicht passieren. Ich freue mich, wie gesagt, für den Schiller, dass er wieder mal ein wichtiges Tor gemacht hat. Wir schaffen es einfach nicht mehr, wie ein Tor mehr als der Gegner zu schießen. Unterm Strich reicht das immer für 3 Punkte. Ich hätte mir, weil auch heute mal ein paar Leute da sind, die eine Hälfte, die es schade findet, dass ich gehe. Die anderen freuen sich wahrscheinlich, dass ich gehe. Deswegen wollen sie nochmal auf Wiedersehen schreien. Aber ich finde schön, dass ein paar Leute vorbeigekommen sind, uns hier im Abstiegskampf auch wirklich ein bisschen von der Tribüne aus unterstützt haben. Das tut den Jungs auch mal ganz gut. Und wir versuchen jetzt noch den letzten Punkt eventuell in Windeck einzufahren und dann geht es uns allen, glaube ich, ein bisschen besser und wir schlafen wieder ein bisschen ruhiger. Vielen Dank für die tolle Zeit, für die, die nur zu den Heimspielen kommen, das schon mal vorweg. Ich habe dem Verein ja, sehr, sehr viel zu verdanken. Ich habe das hier wirklich genossen. Bin sehr stolz gewesen, hier Trainer sein zu dürfen, auch über diesen langen Zeitraum, über 6 Jahre. Das ist nicht selbstverständlich, schon gar nicht in der ersten Trainerrolle, die man überhaupt hat. Mich interessiert das im Moment eigentlich nur sekundär, weil wir noch nicht im Ziel sind, aber weil viele Leute, Bekannte da sind heute, die mich über die ganzen 6 Jahre wirklich unterstützt haben, möchte ich einfach mal Danke sagen für die tolle Zeit, die ich hier hatte und das hat mir ganz, ganz viel bedeutet, bedeutet mir noch viel und ich wünsche allen noch einen tollen Sonntagnachmittag, vielleicht trinken wir gleich noch ein Bierchen zusammen und danke für die schöne Unterstützung, vielen Dank.